Herzlich willkommen zum insgesamt jetzt vierten Slot in unseren Fototagen bei unseren Live-Shootings. Heute etwas ungewohnt in den Räumlichkeiten unserer Akademie. Wir durften leider aufgrund einer Sturmwarnung unser eigentlich geplantes Shootingzelt nicht aufbauen. Aber wir haben einen Plan B und sind jetzt einfach in die Räumlichkeiten unserer Akademie umgezogen. Solltet ihr live dabei sein wollen, auch vielleicht bei den nächsten Slots, bitten wir um eine kurze Anmeldung eventuell, denn dann geht es alles organisatorisch ein bisschen einfacher, auch mit der Aufzeichnung. Wir zeichnen ja natürlich alle unsere Streams auf. So. Wir haben unseren zweiten Speaker jetzt am heutigen Tag hier und ich freue mich sehr, den lieben Thomas begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Du bist heute für Tamron hier und für all diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, ich glaube, es sind nicht allzu viele, erzähl doch noch mal kurz ein bisschen was über dich, was du so machst, wenn du nicht gerade hier in unserer Akademie stehst. Gerne. Also mein Name ist Thomas Adorf, ich komme aus Karlsruhe. Wir haben dort ein Fotostudio, also wir ist meine Freundin und ich, sie ist Make-up-Artist. Wir haben dort ein Fotostudio, wir sind viel für die Firma Tamron unterwegs, hier und da mal für die Firma Sony unterwegs, für die Firma Profoto, das sind so Marken, mit denen ich unterwegs bin. Für die Firma Calibrite war ich mal auf einer Hausmesse, auch bei euch. Also das sind so die Marken, mit denen ich hier unterwegs bin. Und deswegen sieht man mich hier und da mal auf irgendwelchen Messen und ich freue mich, dass ich heute eigentlich so zum ersten Mal so richtig ausführlich bei euch hier mit dabei sein kann. Ja, perfekt. Und es geht um ein sehr, sehr wichtiges Thema heute natürlich, nämlich Licht. Genau. Und zwar eine ganz besondere Form, nämlich hartes Licht. Generell sollten zwischendurch Fragen bestehen, gerne bemerkbar machen für alle diejenigen, die online zuschauen. Immer her mit den Fragen ab in den Chat. Ich werde das gerne alles weiterleiten. Also Fragen sind jederzeit erwünscht. Und dann sind wir mal gespannt, was wir heute lernen können. Genau, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, also wie gesagt, Fragen, das gilt natürlich auch für euch, die ihr hier seid. Jederzeit, wenn ihr irgendwas wissen wollt, gerne reinfragen. Vielleicht brauche ich auch zwischendrin mal die eine oder andere Hilfe. Also wer da Lust und Laune hat, kann dann gerne auch mal mit dazukommen. Ansonsten darf ich euch heute so ein bisschen was über Licht erzählen, wie ich fotografiere, warum ich wie fotografiere. Und wir haben uns als Thema, wie gesagt, hartes Licht ausgesucht. Warum hartes Licht? Ganz einfach, ich werde oft auf Workshops immer oder generell, wenn wir Porträtshootings machen bei Workshops, habe ich ganz oft die Situation, dass ich irgendwo ein Licht aufbaue, was vielleicht von einer Seite beleuchtet ist, die andere Seite ist entsprechend ein bisschen dunkler. Und ich habe ganz oft dann Workshop-Teilnehmer, die dann sagen, das ist mir jetzt aber vielleicht ein bisschen zu hart, das mag ich jetzt mal gar nicht unbedingt. Und manchmal sage ich dann auch oft, das ist jetzt aber eigentlich auch gar kein hartes Licht. Und deswegen muss man am Anfang, glaube ich, immer erst einmal kurz verstehen, was ist denn überhaupt weiches Licht, was ist hartes Licht, wovon reden wir denn da überhaupt? Und das mag ich euch heute ein bisschen zeigen. Und das Schöne ist, ich werde euch am Anfang ein paar Bilder zeigen, wie ich das mache, was ich so alles fotografiere, damit ihr so eine kleine Vorstellung davon habt. Danach werden wir das Ganze ja auch nochmal hier im Studio fotografieren. Dazu habe ich den Tolga dabei, der steht da hinten schon parat. Der hat heute Morgen schon fleißig mit mir gemodelt während dem Fotowalk. Das heißt, wir können direkt Bilder mit Tolga zusammen machen, sehen das dann auch direkt hier live und ihr könnt direkt so ein bisschen mitgucken. Also, was ist hartes Licht, was ist weiches Licht? Heute ist ein relativ bewölkter Tag draußen. Es ist relativ stürmisch, relativ wolkig. Und wenn ich jetzt draußen irgendwo unterwegs bin und ich halte mir so eine Hand über den Arm, ähnlich wie jetzt hier drin, wenn ich dann gar keinen wirklichen Schatten sehe oder so einen ganz, ganz weichen Schatten, das ist meistens dann, wenn der Himmel sehr, sehr bewölkt ist, dann sprechen wir von weichem Licht. Das heißt, ich sehe gar nicht mal unbedingt wirklich viel Schatten. Auch jetzt hier ist es gar kein direktes Licht da, was jetzt irgendwie Schatten werfen kann. Das war jetzt ein Bild, was einmal runtergefallen ist. Sorry dafür. Hartes Licht ist dagegen, wenn ich das Ganze mittags in einem prallen Sonnenschein mache. Ich bin jetzt irgendwo im Sommer mittags unterwegs, ich bin draußen in der Sonne, halte mir dann wieder den Arm über oder die Hand über den Arm und ich sehe dann ganz scharfkantig hier den Schatten meiner Hand. Und dann sprechen wir von hartem Licht. Und das ist so der Unterschied, den ich euch gleich ein bisschen zeigen mag. Das heißt, wir fangen erstmal mit einem weichen Licht an und fotografieren danach dann mit einem harten Licht. Beim Fotografieren kennt vielleicht jeder die Situation, wir sind irgendwo in einem Innenraum wie hier, ich mache meinen Aufsteckblitz auf die Kamera und dann hört man ganz, ganz oft, das kennt ihr vielleicht alle schon, das sieht jetzt aber arg totgeblitzt aus. Und warum ist das so totgeblitzt? Nun, zum einen ist dieser Aufsteckblitz, der auf der Kamera ist, relativ klein.
Das heißt, die Lichtquelle ist sehr, sehr klein, die ist sehr, sehr nah am Objektiv. Und das sorgt dafür, dass erstmal alle Schatten genau hinter mir landen und die Person, die wir fotografieren, sehr, sehr schattenfrei ausgeleuchtet ist. Und das ist oft ein sehr, sehr hartes, harsches Licht. Und das redet mir, oder da reden wir immer im Allgemeinen von totgeblitzt. Und wie kann ich das vermeiden? Jetzt gibt es dann im Zubehörhandel oder bei dem einen oder anderen Blitzgerät auch mit dabei so kleine Plastikkappen, die ich über den Blitz drüber mache. Und was macht diese Plastikkappe? Die sorgt einfach nur dafür, dass die Lichtquelle größer wird. Das heißt im Endeffekt, um das Licht weicher zu machen, muss ich die Lichtquelle größer machen. Idealerweise mache ich dann noch meinen Aufsteckblitz von der Kamera runter. Das heißt, ich fotografiere mit entfesselten Blitzen. Das wäre die nächste Möglichkeit, um das Licht ein bisschen weicher zu bekommen. Das heißt, ich muss das Licht von der Kamera wegmachen, ich muss das Licht immer größer machen und dann kann ich zum Beispiel auch einen Schirm, eine Softbox oder irgendwas anderes vor meinem Blitzgerät machen. Dabei ist es übrigens relativ egal, ob ich jetzt mit Aufsteckblitz arbeite, mit einem Studioblitz, wie wir es hier gleich machen, oder sogar mit einem Dauerlicht. Das ist relativ egal. Ich muss immer gucken, dass die Lichtquelle möglichst groß wird. Jetzt habe ich aber eben schon von der größten Lichtquelle erzählt, die wir eigentlich so hier nutzen können oder die wir kennen. Und das wäre die Sonne. Die Sonne ist auch unfassbar groß. Das heißt, sie müsste hier eigentlich ein sehr, sehr weiches Licht machen. Die Sonne hat jetzt aber den kleinen Nachteil, die ist sehr, sehr weit von uns entfernt. Das heißt, je größer die Lichtquelle ist und je weiter diese Lichtquelle von uns entfernt ist, umso härter wird auch wieder das Licht. Und diese ganzen Dinge kann ich mir jetzt alle beim Fotografieren zunutze machen. Das heißt, ich kann mit hartem Licht fotografieren, mit weichem Licht, ich kann das Ganze kombinieren und kann so unterschiedliche Lichtsituationen zaubern. Bei mir im Studio ist es zum Beispiel oft so, dass ich als Hauptlicht mit einem sehr, sehr harten Licht arbeite, weil es einfach sehr knackig ist, sehr klar, sehr crisp, tolle Farben hat. Aber hat den Nachteil, das leuchtet vielleicht nur den Oberkörper bis hierhin aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bewerbungsbilder fotografiere, ein Mann mit einem Businessanzug, der hat einen schwarzen Anzug an, dann habe ich vielleicht das Problem, bis hierhin ist er perfekt ausgeleuchtet, aber nach unten wird das Ganze halt dadurch, dass ich mit so einem Spot fotografiere, sehr, sehr dunkel. Und jetzt kann ich dieses harte Licht wieder mit einer großen Lichtquelle, mit einem weichen Licht kombinieren, das einfach hinter mir steht, um die Schatten wieder so ein bisschen aufzuhellen. Und wie man damit arbeiten kann und was damit so alles passiert, das ist genau das, was ich euch jetzt gleich hier zeigen mag. Wir gucken uns vielleicht als erstes mal noch mal ein paar Bilder an. Dann seht ihr vielleicht noch so ein bisschen, ihr könnt auch gerne noch so ein bisschen da rumkommen, dann seht ihr auch hier was im Studio, was überhaupt hartes Licht ist, wovon ich da rede. Das ist so ein ganz, ganz klassisches Bild, was ich sehr, sehr gerne mag, mit einem großen, harten Spot, also einer großen, harten Lichtquelle. Ihr seht schon, das Licht im Gesicht ist sehr, sehr knackig, sehr, sehr klar. Aber das Schöne ist hierbei auch der Schatten, der hinten dran auf die Wand fällt. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich mit einem harten Licht sehr, sehr schön modellieren kann. Ich kann mit Licht und Schatten spielen. Das heißt, ich kann den Kopf der Person, die ich fotografiere, ziemlich genau in das Licht drehen und habe hinten dran einen sehr, sehr schönen Schlagschatten. Sowas mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne beim Fotografieren. Hier nochmal dasselbe, das war ja auch im Flyer mit drauf. Auch da, ihr seht am Rand schon, das wurde mit einem schönen Spot fotografiert, dass ich wirklich die Person in so einen Lichtkegel reinstellen konnte. Das Licht sehr, sehr stark von der Seite, damit der Schatten auch weiter von der Person entfernt ist und hinten dran einfach ja, auf den Hintergrund fällt. Also das ist was, was ich sehr gerne mag, wie ich sehr, sehr gerne fotografiere. Oder hier aber auch draußen, Available Light. Heute Abend sind wir im Landschaftspark in Duisburg, die nächsten Tage auch nochmal. Und dort gibt es ganz viel Licht und Schatten. Und je nachdem, wie dort die Sonne reinfällt, kann ich mir das Ganze halt sehr zu Nutzen machen. Sie steht halt hier in einem sehr, sehr harten Licht. Drumherum fällt halt auch noch der Schatten irgendwo drauf. Und so kann ich damit wirklich wunderbar mit Licht und Schatten spielen. Auch hier wieder ein sehr, sehr hartes Licht, dieses Mal durch eine alte Glasscheibe fotografiert. Oder auch hier nur ein ganz, ganz spärliches hartes Licht. Also das wären alles Beispiele für harte Lichtquellen, die ich ganz gerne oder mit denen ich ganz gerne arbeite. Und wie das jetzt in der Praxis ausschaut, wie gesagt, das würde ich euch jetzt einmal zeigen. Wie gesagt, das Schöne ist, ich muss mich nicht selber fotografieren. Ich habe den Tolga dabei. Wir werden das Ganze jetzt nach und nach mal aufbauen. Und wie gesagt, wer Fragen hat, wer irgendwas wissen mag, löchert mich gerne und fragt mich gerne da so ein bisschen was ab. Tolga, wenn du magst, kannst du einfach gerne mal herkommen. Ich bin heute sehr, sehr froh, dass Tolga mit dabei ist. Wie gesagt, Tolga hat mich heute Morgen schon fleißig auf dem Fotowalk unterstützt. Und das Schöne ist halt einfach, Tolga sieht viel, viel besser aus als ich. Deswegen macht das viel mehr Spaß, mit ihm zu fotografieren, als wenn ich mich da hinsetzen dürfte. Du darfst dich gerne mal einmal hier hinsetzen. Ansonsten zeige ich einfach mal kurz, was wir noch hier dabei haben. Ich fotografiere mit einer Sony Alpha 7 R5. Ich habe als Objektiv von Tamron das 35 bis 150 mm drauf. Das hat Blende 2,0 bis 2,8, ist für mich, ich habe das eben auf dem Fotowalk auch schon ganz oft erzählt, das ist für mich immer so mein immer drauf Objektiv. Ein sehr, sehr schönes Standardzoom, was einen großen Brennweitenbereich abdeckt von 35 bis 150 mm. Es ist gleichzeitig sehr, sehr lichtstark und es ersetzt eigentlich in meiner Fototasche zwei Objektive. Ich nehme fast keinen 70-200 mehr mit,
sondern habe nur noch das Objektiv dabei und meistens noch ein kleines Weitwinkel dabei. Und für Porträts vermisse ich gar nicht mal unten den Weitwinkelbereich, der fehlt mir gar nicht so arg, aber dafür kann ich hier wunderbar mit 150 mm fotografieren. Das ist so das, was wir hier an Geräten dabei haben. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Blitz dabei. Ich habe jetzt hier den Profoto A2 dabei. Ein relativ kleines Blitzgerät, weil ich wirklich nur mit ganz, ganz minimalem Equipment hier fotografieren mag. Ich habe eben schon erzählt, ich würde am Anfang gerne einfach nur mal eine weiche Lichtquelle benutzen, dass man den Unterschied sieht zwischen hartem und weichem Licht. Wie mache ich das jetzt? Ich mache das relativ einfach. Ich habe den einfachsten Lichtformer dabei, den man überhaupt nur kaufen kann. Das ist ein weißer Schirm, weißer Reflexschirm, allerdings mit einem schwarzen Rückteil hinten drauf. Der sorgt dafür, dass das Licht nur nach vorne raus kann, nur zu den Seiten, aber nach hinten wird das Licht ein bisschen reflektiert und wieder nach vorne abgestrahlt. Das ist alles, was ich jetzt erstmal hier verwenden mag. Deswegen so klein wie möglich, so wenig Aufwand, so wenig Equipment wie möglich. Aber damit kann ich wirklich wunderbare Ergebnisse erzielen. So, den stellen wir jetzt einfach mal hier an die Seite hin. Machen das Ganze relativ nah an Tolga dran. Einstelle ich mal noch so ein bisschen, das ist jetzt hier in dem Raum relativ dunkel. Ich stelle das Licht jetzt erstmal sehr, sehr klassisch auf. Einfach links neben mich, dass ich es beim Fotografieren eventuell noch mit der zweiten Hand ein bisschen verschieben kann. Ich mache das Licht ein kleines bisschen höher, also über die Augenhöhe, und ich gehe relativ nah ran. Also ganz, ganz klassisch vom Lichtaufbau her. Wahrscheinlich würde ich jetzt hier mit Blende 2.8 fotografieren. Ich muss mal einmal kurz gucken, ob der Raum vielleicht zu hell oder zu dunkel ist. Das müssen wir jetzt gleich einmal anschauen. Eventuell, wenn wir noch ein bisschen zu viel Umgebungslicht haben, dann würde ich die Blende jetzt einfach mal noch weiter schließen. Ich fotografiere hier mit Blende 2.8, mit ISO 100 und mit 125. Also ganz, ganz klassisch. Im TTL-Modus aktuell. Und ich mache jetzt einfach mal ein kleines Testbild. Genau, bleibt mal so. Genau, hier sieht man schon das Ergebnis. Eigentlich sehr, sehr unspektakulär, aber sehr, sehr schön. Ich finde hier diesen lila Hintergrund ganz schön. Und man sieht hier schon, auch hier bei einem weichen Licht, ist hier schon ein bisschen Schatten zu sehen. Aber das Spannende ist dieser Übergang. Und der Übergang, der ist hier wirklich schön weich gezeichnet. Und das ist eine Lichtquelle, mit der kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Deswegen ist meistens, wenn ich ein Blitzgerät kaufe, irgendwo eine Softbox oder ein Schirm dabei. Weil die kann ich einfach irgendwo hinstellen und kann gar nicht mehr großartig irgendwas verkehrt machen. Ihr seht hier schon, das war jetzt ein Foto, gar kein großes Hexenwerk, einmal TTL eingestellt. Die TTL-Messung sorgt dafür, dass das Licht automatisch für eine Helligkeit eingestellt wird. Und jetzt kann ich das Ganze im manuellen Modus weiter fotografieren. Wir machen einfach mal ein paar Bilder. Machst noch die Hände so ein bisschen vors Gesicht. Ich gehe noch ein bisschen näher ran an dich. Genau, das ist super. Bleib mal so. Ja, sehr, sehr schön. Ja, das ist super. Drehen Kopf ein kleines bisschen rücken. Ja, perfekt. Sehr schön. Machen wir die linke Hand runter. Genau. Und die rechte kannst du ruhig oben lassen. Ja, wunderbar. Ja, und ihr seht schon, ich kann eigentlich gar nichts groß verkehrt machen mit diesem Licht. Und das ist wirklich was, da kann man sofort mit loslegen, sofort mit arbeiten. Jetzt zeige ich euch noch einen Trick, wie ich ganz gerne damit arbeite, mit diesem kleinen Schirm, bevor wir dann mal zum harten Licht übergehen. Und zwar blitze ich jetzt ja direkt auf Tolga drauf. Das Schöne ist aber bei diesem Schirm, es kommt ja noch seitlich jede Menge Streulicht dabei. Und jetzt gehe ich mal folgendermaßen hin, ich drehe den Blitz ein bisschen weiter von Tolga weg und blitze eigentlich nur indirekt. Das heißt, ich nutze jetzt hier ganz viel dieses Streulicht, was nach links und rechts abgestrahlt wird, um das Licht noch ein kleines bisschen weicher zu machen. Das heißt, das Streulicht trifft jetzt hier auf Tolga drauf. Das Licht, was von hier vorne kommt, fließt noch so ein bisschen um ihn rum. Und das ganze Licht wird jetzt noch ein kleines bisschen weicher. Genau, bleib mal so. Mach mal einmal die Haarsträhne weg, dass man deine Wange noch mal ein bisschen sieht. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Ja, bleib so einmal. Ja. Nochmal hier rüber gucken. Perfekt. Nicht ganz so weit. Hier hin. Ja, sehr, sehr schön. Nun, ihr seht jetzt, wenn wir das jetzt im Vergleich zu den Bildern eben angucken, jetzt ist dieser Verlauf hier noch ein bisschen weicher, noch ein bisschen feiner, dadurch, dass ich nur diesen Blitz noch ein bisschen mehr von ihm wegdrehe. Also da seht ihr jetzt ein wunderbar weiches Licht mit einem schönen Abfall nach unten. Und da könnte ich jetzt eigentlich schon für mich den ganzen Tag weiter fotografieren. Jetzt soll es aber heute nicht um weiches Licht gehen, sondern um wirklich sehr, sehr hartes Licht. Deswegen machen wir jetzt mal diesen Reflektor wieder runter, diesen Schirm machen wir jetzt wieder weg. Dass ich erwische. So, und jetzt arbeite ich nur mit diesem kleinen Blitz. Ich mache jetzt hier noch einen kleinen Magnum-Reflektor drauf, einen kleinen Magnum-Klick-Reflektor, dass das Ganze einfach noch ein bisschen breiter abstrahlt und ich noch ein bisschen mehr Leistung habe. Und was man jetzt hier schon sieht, wenn ich das Licht so nah ranstelle, ich hoffe, das sieht man auch im Livestream ganz gut, hier sieht man jetzt irgendwo die Kante von diesem Reflektor. Ich hoffe, das seht ihr auch so ein bisschen. Gehe ich jetzt weiter weg, jetzt seht ihr, jetzt ist die Kante irgendwo hier. Wenn ich jetzt näher rangehe, verkleinere ich halt meinen Spot.
Endeffekt kann ich jetzt halt wie mit einem normalen Tageslicht arbeiten. Jetzt habe ich ein sehr, sehr hartes Licht. Das richte ich jetzt mal frontal nach unten so ein bisschen aus. Und ihr merkt schon, er blinzelt so ein bisschen mit den Augen. Also ich versuche, die Achse vom Licht irgendwo, dass die hier so in die Augen reintrifft. Jetzt gucken wir uns das mal im direkten Vergleich an. Auch da, ich stelle die Kamera jetzt einmal nochmal auf TTL, weil Nebeneffekt von diesem Schirm, der schluckt natürlich auch wieder ein bisschen Leistung. Das heißt, jetzt habe ich diesen Frontdiffusor weg, jetzt habe ich viel, viel mehr Leistung wie vorher. Das heißt, jetzt muss ich auch die Leistung von 5,7 wahrscheinlich 2 Blenden irgendwo nach unten drehen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Genau, bleibt mal so. Ja. Ihr seht schon, eben war die Leistung 5,7, jetzt ist die Leistung aktuell 3,1, also fast 2 Blenden, ein bisschen mehr als 2 Blenden haben wir die Leistung jetzt wieder nach unten gedreht. Und wenn man das Ganze jetzt mal im Vergleich anguckt, hier habe ich jetzt ein sehr, sehr weiches Licht, ein sehr, sehr schönes, schmeichelndes Licht. Und wenn ich jetzt bei diesem harten Licht gucke, ihr seht schon, zum einen wird der Schatten hier viel, viel klarer, viel, viel markanter. Aber auch das Licht in den Augen, es ist viel klarer, es ist viel crisper, es ist viel prägnanter. Und das sorgt natürlich auch für viel, viel schönere Farben. Und wir haben ja das Blitzlicht sehr steil von oben runtergestellt. Das heißt, das Licht fällt irgendwo hier hinten hin, was natürlich auch dafür sorgt, dass ich hier einen schönen Verlauf im Hintergrund habe. Ich blitze jetzt nicht mehr so viel Licht auf den Hintergrund, sondern ich habe jetzt hier oben dunkel, nach unten wird das viel, viel heller. Stellen wir das Ganze mal nochmal ein bisschen mehr zur Seite, um noch ein bisschen mehr Schatten da reinzukriegen. Und ihr seht vielleicht auch schon hinten am Hintergrund, wie sich jetzt der Schatten verändert. Ich will den Schatten jetzt ein kleines bisschen mehr reinmachen. Hältst du das mal kurz einmal fest? Dankeschön. Wir hätten auch schon eine erste Frage im Gerne. Chat. Und zwar betrifft es die übrigen Lichtquellen. Versuchst du sonst alle Lichtquellen wegzumachen? Also sowas wie Fenster zum Beispiel? Es kommt halt immer darauf an, wie ich arbeite, womit ich arbeite. Also das, was ich eben mit diesem weichen Schirm gemacht habe, das könnte ich jetzt genauso machen, indem wir den Rollladen hochmachen und ich stelle einen Tolger ganz nah ans Fenster dran. Mhm. Letztendlich habe ich da nichts anderes wie eine große, weiche Softbox. Wenn die Sonne reinknallt, habe ich eher wieder so ein hartes Licht. Es kommt darauf an, womit ich arbeite. Aber da das Wetter relativ unbeständig ist, habe ich hier wieder die Möglichkeit, egal ob ich jetzt bei uns in Karlsruhe fotografiere, hier in Düsseldorf, morgens, mittags, abends, ich habe einfach gleichbleibende Lichtsituationen. Und deswegen ganz gerne mit Blitz. Wunderbar, Dankeschön. So, jetzt gucken wir uns das mal nochmal an. Drehst den Kopf wieder ein kleines bisschen hier nicht ganz so weit. Ja, perfekt. So, und jetzt hoffe ich mal, dass wir hinten einen kleinen Verlauf auf dem Hintergrund haben und irgendwo den Schatten neben dir noch so ein bisschen sehen. Ja, genau, perfekt, das ist super, bleib mal so. Mach mal den Arm einmal nochmal runter, der wirft nochmal zu viel Schatten gerade auf den Hintergrund. Lass den einmal kurz unten. Kopf ein kleines bisschen tiefer. Ja, perfekt, so. Und ihr seht jetzt hier hinten dran den Schatten schon. Wenn ich Tolga jetzt ein bisschen näher zur Wand schiebe, rutsch mal rüber mit dem Stuhl. Jetzt sieht man gleich etwas mehr den Schatten da hinten dran. Das ist das, was ich so ein bisschen erreichen mag, dass wir den Schatten da hinten dran sehen. Ich komme jetzt noch hier so ein bisschen zur Seite rüber. Und jetzt kann ich wunderbar mit lichten Schatten spielen. Genau, bleibt mal so. Ja, sehr schön. Genau. Und jetzt seht ihr auch schon, wie sich der Hintergrund verändert. Er wirft jetzt einen Schatten hier hin auf den Hintergrund. Dadurch hat der Hintergrund wieder eine Zweifarbigkeit, die ich sehr, sehr gerne mag. Und so kann ich auch wieder hier mit dem harten Licht wunderbar spielen, um dort gewisse Effekte hinzukriegen. Und ihr seht auch hier wieder bei diesem Bild, dadurch, dass das Blitzlicht sehr, sehr seitlich kommt, habe ich jetzt hier wieder eine ganz, ganz harte Trennung. Wenn ihr euch eben das Bild mit dem weichen Licht nochmal in Erinnerung ruft, seht ihr hier jetzt einen schönen weichen Verlauf. Und genau das ist der Unterschied zwischen hartem und weichem Licht. Also im Endeffekt ist das Ganze jetzt hier nichts anderes, als würden wir mittags um 12 Uhr in der prallen Sonne fotografieren und du hast eine Frage. Schieß gerne los. Genau. Genau. Also du hast ja immer mehrere Möglichkeiten, dein Blitzlicht einzustellen. Die klassische Methode wäre, ich wähle meine Blende vor, meine Arbeitsblende, in diesem Fall Blende 2.8. Ich packe mein Belichtungsmesser aus, ich messe jetzt einmal hier meine Belichtung und stelle danach das Blitzgerät ein. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, ich messe einmal mit TTL, der Blitz stellt mir einmal ungefähr meine Leistung ein und dann stelle ich den immer auf einen manuellen Modus um, weil dann habe ich meine Leistung einmal eingestellt und dann mache ich vielleicht noch ein bisschen Feintuning, wie mir das gefällt, aber dann habe ich immer gleichbleibende Lichtbedingungen. Und das ist das Schöne, warum ich hier mit einer Lichtquelle ganz gut mit TTL arbeiten kann und dann einfach manuell weiter fotografiere. Nochmal eine kurze. Genau. Ja, im Prinzip TTL, die Kamera misst ja durch das Objektiv die Lichtstärke. Das heißt, wenn ich mich bewege, wird sie ja jedes Mal wieder neu messen. Und das vermeide ich hier einfach. Genau.
Aber auch eine Frage. Genau, eine kurze Wiederholung. Es ging ums TTL. Nur ja. Das, um für diejenigen, die im Livestream zuschauen, die hören hier meistens die Frage nicht unbedingt. Deswegen ja. Wiederhole ich das jetzt nochmal kurz. Es gibt noch eine Ergänzung quasi zur Frage von eben, nämlich mit den anderen Lichtquellen wie Fenster. Ja. Nämlich, ob es zum Beispiel Sinn machen würde, beides gleichzeitig zu verwenden. Also zum Beispiel Licht von dem Fenster und dann den Blitz. Ja. Und daran anlehnend hätte ich dann gleich nochmal eine nächste Frage, aber eins noch. Du kannst alles Mögliche machen. Du kannst nur mit diesem Blitzlicht arbeiten. Wie gesagt, hier habe ich halt, wenn ich nur mit dem Blitzlicht arbeite, den Vorteil, ich habe immer gleichbleibende Lichtsituationen. Das heißt, wie gesagt, egal wo ich ihn hinstelle, ich habe immer dieselben Lichtsituationen und kann da wunderbar mit arbeiten. Wenn ich euch jetzt hier vor dem Fenster fotografieren will, habe ich ja meistens das Problem, dass eine Seite knallhell ist, die andere Seite wird aber wieder sehr, sehr dunkel. Da könnte ich jetzt von der zweiten Seite zum Beispiel wieder wunderbar mein Blitzlicht dazustellen und könnte die andere Seite mit aufhellen. Also ja, ich kann das schon schön mischen. Allerdings habe ich dann wieder den Nachteil, jetzt kommen Wolken, dann ändert sich das Licht wieder, die Sonne kommt raus, das Licht ändert sich auch wieder. Also da muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil je nachdem, das Licht ändert sich auch wieder sehr, sehr schnell. Genau. Und dann gibt es die nächste Frage auch direkt. Du fotografierst jetzt mit deinem Blitz. Mhm. Wenn du Dauerlicht verwenden würdest, würdest du da ähnlich vorgehen oder gäbe es? Im Prinzip gehe ich da ganz genauso vor. Blitzlicht hat für mich nur den Vorteil, der Blitz macht nur einmal ganz hell, ganz kurz hell. Das Dauerlicht ist immer sehr, sehr hell an. Mhm. Ich bin hier vielleicht ein bisschen flexibler, was Lichtformer angeht. Vielleicht bin ich auch noch ein bisschen oldschool. Manche machen das nur mit Dauerlicht. Ich arbeite immer noch gerne mit Blitzlicht. Es ist leicht, es ist kompakt, es ist sehr, sehr leistungsstark. Ich kann draußen mit fotografieren. Letztendlich kommt überall Licht raus und man muss das finden, was für einen am sinnvollsten ist. Perfekt, danke dir. Gerne. So, jetzt machen wir noch 2, 3 Bilder weiter. Ich gebe dir das noch einmal ganz kurz in die Hand, weil ich will das Licht noch ein kleines bisschen höher stellen. Jetzt will ich mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen mit Licht und Schatten arbeiten können, ein bisschen mehr. So, ändere das Licht jetzt nochmal von dem Winkel genauso ab, dass das Licht genau in die Augen reinfällt. Und was man vielleicht schon sieht, ich kann jetzt hier auch wunderbar Schatten hier irgendwo reinmachen. Und das würde ich jetzt ganz gerne mal probieren, genau, dass du die Hand so vors Gesicht hält, darf ich einmal deine Hand bewegen? Noch so ein bisschen, genau. Dass die Augen oder nur ein Auge rausguckt. Ich versuche jetzt auf das Auge hier scharf zu stellen und ich habe drumherum die Struktur der Schatten nochmal in der Hand. Genau, das ist schön. Genau, das ist super so. Und da kann ich jetzt natürlich auch ganz, ganz tolle Effekte machen. Und durch die weit geöffnete Blende ist die Hand hier vorne jetzt, genau, mach die mal nochmal zu mir hier, genau. Ja, perfekt, bleib so. Und da ist jetzt halt natürlich das Schöne auch, der Augenautofokus, der arbeitet hier halt wunderbar. Genau, bleib so, das ist super. Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Guck mal, das mag ich jetzt sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich hier diesen harten Schatten von den Fingern. Hier vorne die Hand verschwindet wieder in Dunklen, weil da kommt gar kein Licht hin. Das sehe ich jetzt gar nicht mehr so arg. Aber die verdeckt hier vorne noch den Bereich, dass der Hals nicht so hell ist. Und ich kann perfekt hier auf die Augen fokussieren. Und das sind so Spielereien, die ich wunderbar mag. Mit denen kann ich ganz, ganz toll arbeiten. Und ich habe meistens auch immer... Ich muss gerade auf die Uhr gucken, ein bisschen habe ich noch, oder? Ich habe meistens immer noch so ein bisschen Kleinkram dabei. Ich habe hier einmal so ein Stück Kappa, das sind so Reststücke, die ich im Studio habe. Ich habe hier einmal die Amazon-Pakete, die ich mal aufhebe und kaputt schneide und dort irgendwelche Muster ausschneide. Und die benutze ich oft noch ganz gerne, um mir hier nochmal ein bisschen Schatten, um einen Teilbereich abzuschatten. Das heißt, du drehst den Kopf nochmal ein bisschen hier rum. Jetzt halte ich mir das hier so. Ja, oh, das ist perfekt. Komm noch ein bisschen näher. Sehr schön. Das eine, ja, genau, dass ein Auge nur rausguckt. Guck mal mit den Augen zu mir rüber. Genau. Nun, so kann ich jetzt, ja, das ist schon zu viel fast, genau. Ja, sehr, sehr schön. Jetzt hätte ich normalerweise noch irgendwo einen Auffäller dabei, den habe ich jetzt aber im Auto vergessen. Ihr habt nicht zufällig einen Auffäller hier oben liegen? Doch, habt ihr? Dürfte ich den einmal haben? Weil was man hier jetzt schon sieht, ich habe zwar hier einen schönen Schatten drin, aber mir ist diese Stelle vielleicht noch ein bisschen zu dunkel. Das heißt, sie säuft jetzt arg ab. Jetzt könnte ich hier noch mal ein kleines weiteres Licht hinstellen. Oder ich könnte aber versuchen, mit dem Auffäller dort noch mal so ein kleines bisschen Licht reinzukriegen. Und jetzt bräuchte ich vielleicht gleich einmal kurz eine Hilfe von euch irgendwo. Magst du? Hallo. Ja. Komm erst mal rein. Ich mache da erstmal noch die Frage einmal fertig. Mhm. Es kommt drauf an. Ich meine, du siehst ja hier schon mal ganz gut. Guck mal, wenn ich jetzt hier die Bilder angucke, die sind jetzt fast alle
TTL gemessen und ich habe jetzt nichts großartig dran gemacht. Ich würde sagen, das passt schon ziemlich gut. Klar kann ich jetzt immer noch mal ein bisschen feinjustieren. Hätte ich es jetzt gerne ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Ne? Also hier wäre jetzt meine Belichtung korrekt. Ich weiß, die Hand ist jetzt viel zu hell, weil die einfach näher am Licht war. Die würde ich jetzt nachher am Rechner ein bisschen abdunkeln, dass die nicht ganz so dramatisch hell wäre. Aber ansonsten passt TTL schon eigentlich ganz gut. Ich sage mal, das passt zu 99%. Und das eine Prozent, was dann mein Geschmack ist, das stelle ich dann im manuellen Modus ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, so wie ich es gerne richtig hätte. Und dann ändert sich auch erstmal im Licht nichts mehr. Weil das Schöne ist ja, solange ich den Abstand zwischen Licht und ihm nicht mehr ändere, ändert sich halt auch an der Helligkeit nichts mehr. Genau. Genau. Und das passt eigentlich zu 99% immer. Du hast jetzt einen Riesenäumel hier. Komm mal mit. Also jetzt erstmal das eine. Du kannst hier nochmal so ein bisschen... diesen Abstand. Und du kannst vielleicht hier so auf die Beine drauflegen, weil ich hätte gern von unten noch so ein bisschen Licht. Jetzt muss ich nur weiter. Ah, der ist wahrscheinlich zu groß. Warte mal, wir probieren was anderes, Christian. Genau. Genau. Na, aber guck mal, der Christian kann ja den halten, das müsst ihr schon halten. Halt den mal hier so irgendwo unten drunter und du kommst so ein bisschen näher hier dran. Machst das Kinn ein kleines bisschen tiefer, genau. Aber vielleicht noch so ein bisschen höher hier. Genau. So. Perfekt. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Platten nicht mehr erwische. Genau, bleib mal so. Ja, und guck mal, jetzt kriege ich hier... Ja, genau, bleib mal so, das ist super. Und wenn wir jetzt das Ganze mal angucken... Danke, Christian. Oh, das ist jetzt auf dem Monitor hier ein bisschen dunkler, als es bei mir auf dem Display ist. Aber man sieht hier schon das Auge so ein bisschen rauskommen. Und da könnte ich jetzt ganz, ganz fein mit dem Auffäller das Ganze nochmal so ausleuchten. Ich sehe schon den Reflex im Auge, ich sehe so ein bisschen Zeichnung nochmal drin. Das würde ich jetzt einmal mit tiefen Lichtern nochmal ein bisschen auffällen. Anpassen. So, in der Zwischenzeit sind auch einige Fragen wieder im Chat aufgetaucht. Ja. Versuch die alle mal zu sortieren. Also die erste ging um den Weißabgleich. Stellst du den aktiv ein, wenn du mit Blitzgenerator arbeitest? Ja, jein. Also ich habe mir meine Kamera so eingestellt, dass ich meinen Weißabgleich im Studio fest eingestellt habe auf meine Blitzlichttemperatur. Ich würde aber sagen, zu 99% passt mittlerweile fast immer der automatische Weißabgleich. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, da ich oft sehr offenblendig fotografiere. Wenn dann so ein bisschen Umgebungslicht reinkommt, dann ist es oft sinniger, ich stelle den Weißabgleich fest ein, dass der einfach nicht irritiert ist dann dadurch. Dann gibt es direkt die nächste Frage zu Capture One. Und zwar, werden die Fotos in Capture One so angezeigt? Oder wird bereits ein Style oder eine andere grundlegende Bearbeitung angewendet? Die Frage ist relativ einfach, da ich mich nicht mit Capture One auskenne, werden die Bilder so angezeigt, wie sie aus der Kamera kommen, weil ich einfach keine Ahnung von Capture One habe. Ich nutze normalerweise bei mir zu Hause im Studio Lightroom und jetzt hier allerdings Capture One, weil es einfacher ist zum Tethern. Genau, also es ist alles so, wie es aus der Kamera kommt. Perfekt, und dann kommt direkt die nächste Frage, nämlich... Kannst du die tollen Dauereffekte auch mit Dauerlicht erzielen? Was für eine Wattzahl würdest du bei gleichen Lichtverhältnissen ungefähr empfehlen? Das ist jetzt schwierig zu beantworten, da ich halt relativ viel mit der Firma Profoto unterwegs bin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so als sagen kann oder so. Ich bin halt sehr eng mit der Firma Profoto verbandelt. Ich habe bei mir im Studio eine Blitzanlage von Hensel und Profoto, mit der ich sehr, sehr viel arbeite. Ich habe kein Dauerlicht. Das heißt, ich arbeite fast mit keinem Dauerlicht. Ihr habt da drüben auch den Profoto B10X stehen oder den B10X Plus, also einer von den beiden. Und bei denen kann ich zum Beispiel auch das Dauerlicht benutzen. Das heißt, ich habe hier ein Einstelllicht, das ich auch als Dauerlicht nutze. Dann mache ich mein Netzteil dran an die Kamera und dann arbeite ich damit Dauerlicht. Aber das ist nicht ganz so stark wie viele andere Dauerlichtlampen, die es sonst nur so auf dem Markt gibt. Aber da muss ich gestehen, kann ich relativ wenig mitreden. Da gibt es jede Menge Marken, bin ich aber, glaube ich, der falsche Ansprechpartner für. Wunderbar, Dankeschön. So, wie schaut denn das insgesamt von der Zeit aus? Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? Wie viel Uhr haben wir denn? Wir hätten noch ungefähr eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde, das ist ja relativ entspannt. Dann können wir mal noch ein bisschen weiterarbeiten. Das heißt, wir machen jetzt mal noch eins. Wir machen das Licht jetzt mal ganz, ganz arg von der Seite. Ich lege mal noch mal einmal kurz die Kamera weg. Aber ihr seht schon, es ist relativ einfach, das harte Licht wirklich spannend zu benutzen, indem ich einfach mit Licht und Schatten arbeite. Ich könnte jetzt auch einfach, du kannst das Ding einfach runter auf den Boden werfen. Genau. Ich stelle das Licht jetzt mal noch. Es rennt mein Model weg, mein Licht. Genau. Jetzt machen wir das Licht mal noch sehr, sehr stark von der Seite. Du machst jetzt aber den Kopf ziemlich gerade. Ich versuche mal so ein bisschen so ein Rembrandt-Licht dahin zu kriegen. Und Rembrandt-Licht heißt im Prinzip einfach nur, das Licht kommt sehr, sehr steil von oben und ich habe hier dieses geschlossene Dreieck. Und das ist das klassische Rembrandt-Licht. Auch damit kann ich wunderbar arbeiten. Das geht auch mit einer Softbox, aber ich finde das Bild meistens mit einer harten Lichtquelle noch viel, viel spannender als mit einer reinen Softbox. Ich mache jetzt auch hier mal noch mal einmal die Kamera auf Schwarz-Weiß, weil ich das auch immer sehr, sehr gerne mag. Genau.
Ja, bleib mal so. Genau. Machst den Kopf ein kleines bisschen höher. Genau, ein bisschen, genau. Weil was ich jetzt genau machen muss, bei der Softbox eben, ist es relativ egal, ob er jetzt den Kopf ein bisschen hoch macht, ein bisschen runter macht, das Licht strahlt so, so breit ab. Jetzt hat er den Kopf ein kleines bisschen niedrig, ich mache noch ein kleines bisschen runter und jetzt kriege ich hier kein Licht in das Auge rein. Das Auge ist schon halb dunkel und das will ich jetzt vermeiden. Das heißt, mit einer harten Lichtquelle muss ich viel präziser, viel, viel genauer arbeiten und ihn auch genauer positionieren. Bei der weichen Lichtquelle kann er rumhampeln vor der Kamera fast wie er will, das wird immer gut werden, aber hier muss ich sehr, sehr präzise arbeiten. Noch ein bisschen. Und ein bisschen darüber. Genau, bleib mal so. Genau. Ja, sehr schön. Genau. Mach mal nochmal die Hände so ein bisschen vor dich. Nicht vors Auge, nur so vors Kinn. Genau. Und Kopf noch ein kleines bisschen höher. Perfekt, sehr schön. Ja, sehr, sehr cool. Bleib mal so, nicht bewegen. Ich drehe das noch ein kleines bisschen darüber. Ja, das ist super, das ist cool. Bleibst du einmal? Na, guck mal, das ist eigentlich doch ein sehr, sehr cooles, markantes Männerporträt. Sowas mag ich total gerne und das finde ich oft viel, viel spannender, wie einfach nur irgendeine weiche Lichtquelle. Und damit arbeite ich total gerne. Jetzt drehen wir das Licht mal noch ein bisschen mehr zur Seite. Lass mal den Kopf so ruhig. Jetzt drehen wir das Licht mal ganz arg von der Seite. Nehmen das Ganze noch ein bisschen weiter weg. Nicht ganz so steil von oben. So, und jetzt positionieren wir gleich den Kopf ein bisschen anders. Wenn er jetzt so den Kopf lässt, wie er ihn gerade eben hatte, wird Folgendes passieren. Jetzt ist wahrscheinlich bis hierhin sehr, sehr gut ausgeleuchtet. Ab hier wird alles im Dunkeln absaufen. Der Hintergrund kriegt jetzt wahrscheinlich fast gar kein Licht mehr. Der wird jetzt ziemlich schwarz werden. Und ich habe hier wirklich so ein ganz krass geteiltes Licht. Das wäre mir jetzt schon wieder zu viel. Ja. Ja, ja. Das war das, wo ich eben den Kopf so ein bisschen hoch und runter gemacht habe. Ich behaupte mal, der Monitor ist ein Hauch dunkler wie mein Laptop. Man sieht hier noch immer so ein kleines Catchlight drin. Das geht jetzt hier auf dem Fernseher ein bisschen unter. Aber da versuche ich den Kopf immer so ein kleines bisschen zu positionieren, dass da noch genug Licht drin ist. Also für all diejenigen, die im Livestream zuschauen, nochmal die Frage, es ging um die Catchlights im Auge. Mhm. Und wir haben direkt auch noch eine nächste Frage, zwar zum Objektiv. Du benutzt ja das Tamron 35-150. Genau. Warum? Weil es gut ist. Kurze Antwort. Nee, ich mag das Objektiv wirklich sehr, sehr gerne. Es ist sehr, sehr lichtstark. Wir fotografieren jetzt hier die ganze Zeit mit Blende 2.8. Je nachdem, mit welchem Brennweitenbereich kann ich bis zu Blende 2.0 runtergehen. Das heißt, ich bin hier wirklich sehr, sehr lichtstark unterwegs. Und im Gegensatz zum 24-70 oder 25-78, keine Ahnung, habe ich einfach obenrum ein bisschen mehr Luft. Das heißt, ich kann ein bisschen weiter weggehen. Ich kann das Ganze jetzt hier mit 150 mm aufnehmen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mit einer längeren Brennweite zu arbeiten, vom Platz her, würde ich Porträts immer mit einer längeren Brennweite fotografieren. Und dafür ist das Tamron eigentlich sehr ideal geeignet, weil es nach oben ein bisschen mehr Luft hat. Perfekt, danke. So, genau. Bleib mal so im Kopf. Das ist total super, weil das ist nämlich genau das, wo ich jetzt hin wollte. Genau. Und jetzt nochmal einmal die Hand nach oben, weil wenn wir das Bild jetzt angucken, das finde ich schon sehr, sehr schön, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Allerdings ist der Bereich, wäre mir noch ein bisschen zu dunkel. Da passiert noch zu wenig. Und deswegen will ich jetzt hier so ein bisschen die Hand hin positionieren, dass da nochmal so ein kleiner heller Bereich ist, dass es nach unten nicht so ganz, ganz dunkel wird. Genau. Deswegen macht er jetzt die Hand so ein bisschen auf den Hals. Das Kinn ein bisschen tiefer und Kopf ein bisschen nach links neigen. Genau. Ne? Kommen wir hier ein bisschen rüber. Genau, aber so ein bisschen. Genau. Das ist super. Ja, sehr, sehr schön. Ja, sehr cool. Nun, ihr seht hier schon, das ist schon fast so ein ganz, ganz klassisches Theaterlicht. Also wirklich so ein ganz, ganz hartes Licht, was aber unheimlich spannend ist. Gerade wenn man jetzt hier oben guckt, wie viel Zeichnung da so in diesen kleinen Hautpartien drin ist, das ist wirklich großartig. Das mag ich total gerne. Und das ist was, was mir im Studio wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Nicht so alles so butterweich. Und da sind wirklich ganz, ganz harte Schatten dabei. Das säuft hier schon komplett ins Schwarze ab und das ist wirklich sehr, sehr schön. So langsam wäre ich eigentlich durch. Genau. Gibt es denn hier drin noch Fragen? Hat hier drin noch jemand irgendwie eine Frage? Ich drücke das mal, mit einer Hand geht das schlecht. Mach das hier einmal nochmal fest. Ansonsten machen wir noch zwei, drei Bilder. Ja, da ist noch. Genau. Mag ich total gerne.
Allerdings brauchst du da immer noch mal ein bisschen mehr Licht, weil du hast ja vielleicht eben bei diesem einen Bild, ich guck mal gerade, ob ich es auf Anhieb noch mal finde, wo ich gesagt habe, da ist die Hand vorne dran. Ah ja, ich weiß wieder, welches Bild das war. Moment. Es geht um Objekte vor dem Blitz. Das genau. Ist noch mal, guck mal, hier jetzt die Hand. Die ist jetzt nicht im Lichtkegel drin und die wird ganz schwarz. Das heißt, auch dort, wenn du dir ein Fenster oder ein Kristall oder ein Stück Folie hier vorne dran hältst und es kommt kein Licht drauf, wirst du dort irgend so ein dunkles Ding haben. Das heißt, es muss immer Licht drauf kommen. Das funktioniert draußen gut, wenn du mit natürlichem Licht arbeitest. Es funktioniert gut, wenn du eine Softbox hast. Wenn du aber so ein Licht hast, dann musst du irgendwo drumherum nochmal eine kleine Lichtwelle positionieren, die auf dieses Ding, was du davor hältst, strahlt. Um dort einfach nochmal Licht reinzukriegen. Ansonsten hast du sowas wie hier mit der anderen Hand, die einfach vorne schwarz wird. Also es funktioniert, aber es muss Licht drauf kommen. Ist ja auch mal ganz spannend. Definitiv. Auch da, es gibt kein richtig oder falsch, weil das sind eh nur Fehler, die wir hier einbauen. Es gibt nur gefällt oder gefällt nicht. Genau, so. Da hinten wäre auch noch eine Frage gewesen, hatte ich im Augenwinkel entdeckt. Relativ wenig. Also ja, wenn ich draußen mal bin und die Blende sehr, sehr weit aufmachen will. Aber ich sag mal, im Moment sind die meisten Bilder, die ich mache, im Studio. Und da ist das relativ entspannt. Aber ich habe auch Bildbeispiele dabei, naja, für den nächsten Vortrag. Die sind draußen fotografiert, da ist mit HSS gearbeitet worden. Genau. Genau. Ja. Genau. Ja, also die Frage war, ob ich das Licht generell immer verwenden würde oder ob das von der Person ein bisschen abhängig ist. Und auch da, ich habe ja gerade eben schon gesagt, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur gefällt oder gefällt nicht. Aber du musst natürlich schon ein bisschen gucken, wen du fotografierst. Hast du jetzt ein junges, hübsches Mädel, die einfach nur ein nettes Bild von sich haben will, die verkraulst du wahrscheinlich mit so einem harten Licht, weil die sieht alles irgendwo an ihrer Haut, was sie vielleicht nicht sehen mag. Ich sage immer so als Beispiel, wen ich gerne mal fotografieren würde, Mario Adorf, weil er zufällig so heißt wie ich. Einfach, das ist ein Charakterkopf. Das ist ein, ne, der hat schon was erlebt, der hat Falten. Und da passt so ein Licht total gut dabei. Es kommt immer auf die Person an. Es kommt immer auf das an, was du zeigen magst. Hast du irgendeinen Charakterkopf, Bart? Und ne, also das passt wunderbar zusammen. Vielleicht beim jungen Mädel nicht unbedingt. Oder wenn du jetzt, keine Ahnung, es kommt jetzt eine bisschen ältere Frau ins Studio, die einfach nur ein nettes Bild haben will, die auch schon ein bisschen was erlebt hat. Die machst du vielleicht nicht unbedingt glücklich mit einem ganz, ganz harten Licht. Da würde ich eher ein großes, weiches, schmeichelndes Licht verwenden. Gerne. So, und dann gucken wir mal noch zwei, drei Bilder. Machen wir noch zum Abschluss. Und dann denke ich, ja, perfekt, bleib mal so. Genau. Ne, mach mal noch meinen Kopf so, wie du ihn gerade hattest. Das ist super. Das Kinn ein kleines bisschen hoch. Ich mache jetzt noch ein kleines bisschen größeren Ausschnitt. Und hier sieht man auch schon wieder ganz schön diesen runden Spot. Man sieht hier wieder diesen Schlagschatten. Jetzt ist das Licht nicht ganz so knackig hier vorn drauf, weil ich jetzt wieder ein gutes Stück weiter weg bin. Und damit bleib mal gerade so sitzen, wie du gerade gesessen hast. Das war so ein bisschen halb nach vorne gucken. Genau. Und das finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes Licht. Im Kopf ein kleines bisschen. Ja, perfekt, sehr schön. Und ihr seht schon, ich bin hier die ganze Zeit am Korrigieren, damit immer noch genug Licht ins Auge kommt. Nicht ganz so weit rüber, noch ein Stückchen. Kopf ein bisschen neigen. Nicht ganz so viel. Und ein bisschen tiefer. Genau, so bleibst du einmal bitte. Augen auch ein bisschen tiefer. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Genau. Und hier finde ich auch nochmal schön, guck mal, ihr seht zum einen diesen Spot, aber ihr seht genauso auch noch den Schatten von seinem Zopf da hinten. Und das sind so Bilder, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich glaube, zeitlich wäre ich jetzt so langsam durch. Gibt es noch Fragen? Eine letzte Frage aus dem Chat. Gerne. Aktuell, es geht um das Grid an der Softbox, ja. Wann du das empfehlen würdest zu benutzen? Pauschal würde ich das nie so sagen. Also generell eine Softbox mit Grid mag ich persönlich immer ein bisschen lieber, weil das Licht einfach gerichteter ist, weil ich ein bisschen genauer das Licht steuern kann. Allerdings eben, wenn ihr euch an den Schirm erinnert, da ist ja kein Grid drauf. Der strahlt in alle Richtungen ab. Und ich habe ganz, ganz bewusst mit dem Streulicht gearbeitet. Also auch da gibt es kein richtig oder falsch, es muss zur Situation passen. Aber ich würde immer, wenn ich eine Softbox kaufe, das passende Grid dazu kaufen, damit ich dann einfach flexibel bin und einfach alles benutzen kann in der entsprechenden Situation. Dann wären im Chat, soweit ich das sehe, erst einmal keine Fragen. Dann wäre die Frage, ist hier noch? Kann ich euch irgendwas Gutes tun? Wenn hier noch jemand eine Frage unter den Nägeln? Da ist noch eine. Wie sieht das aus, wenn du eine Beauty-Disk benutzt? Ja. Du hast ja im Prinzip im Kern wieder ein hartes Licht und nur an den Seiten. Genau.
Du hast im Prinzip schon genau das gesagt, was ein Beauty Dish macht. Ein Beauty Dish ist in der Mitte sehr, sehr hart. Es ist ein sehr, sehr knackiges Licht. Also ein Beauty Dish ist so eine Mischung aus diesem harten Reflektor und einer Softbox. Er ist nicht so weich wie eine Softbox. Er ist nicht so hart und so brutal wie so ein normaler Reflektor. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich mache dann oft noch einen Grid drauf, dass es noch ein bisschen gebündelter ist. Kombiniere das aber oft, wie gesagt, mit nochmal einem weichen Licht. Auch hier jetzt bei dieser Aufnahme, guck mal, wenn ihr jetzt genau hinschaut, hier vorne ist ja fast keine Zeichnung mehr im Pullover. Wenn ich das jetzt anders haben mag, würde ich wahrscheinlich hier hinter mir irgendwo nochmal eine Softbox positionieren, die relativ groß ist, die hier nur so ganz leicht so ein bisschen das auffällt, ohne den Rest kaputt zu machen. Und so kombiniere ich oft ein Beauty Dish miteinander, damit nicht nur hier oben dieser Bereich ausgeleuchtet ist, weil ich nicht so weit weg muss. Und das sind oft sehr, sehr spannende und sehr, sehr schöne Lichter. Du hast wahrscheinlich auch nicht das Problem, dass du im Prinzip so genau dirigieren musst. Schon. Also ja, es ist einfacher, aber generell, ich versuche die Leute sehr, sehr viel zu positionieren. Das ist immer ganz spannend, wenn wir zwei zusammen fotografieren. Tolga macht auch viele Available Light Fotos und Tolga sagt zum Beispiel immer zu den Leuten, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber er sagt immer zu den Leuten, der Fotograf muss ums Modell wandern. Guck mal von hier, änder mal die Perspektive, änder mal den Blickwinkel, was total spannend ist und was auch genau richtig ist. Allerdings mit so einem Licht wieder sehr, sehr schwierig. Da positioniere ich sehr, sehr genau. Du machst im Prinzip ein Licht, machst dieses eine Foto und dann geht es wieder weiter. Du bist dort nicht ganz so flexibel. Das ist vielleicht der Unterschied zur Available Light Fotografie oder wenn du eine Softbox hast, dort bist du viel, viel flexibler unterwegs. So. Dann keine Fragen mehr. Keine Fragen mehr? Bestehen sollten, nein. Es gibt natürlich immer jederzeit die Möglichkeit, die Fragen noch nachzuliefern. Genau. Wir zeichnen den Stream auf. Das heißt, da besteht auch jederzeit die Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen. Wir leiten das gerne weiter. Mhm. Und wir sehen den lieben Thomas natürlich jetzt aber auch nochmal gleich genau. wieder. Und zwar in einer halben Stunde etwa, also um 3:15 geht es weiter mit dem nächsten Slot. Genau. Und da diesmal zur Brennweite. Also auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank. Danke, mein Lieber.